Hallo und herzlich willkommen zum vierten National League Turnier. Wir starten in Medias Res quasi. Hoffentlich. Wir spielen gegen Hexzilla. Wir starten auf Platz 1 in dieses Turnier. Und ich meine Hexzilla auf Platz, also auch irgendwo in den Top 8. Und wir spielen Rakdos Agrocat. Letztes Mal, als wir gegen Hexzilla gespielt haben, hat er Schwarz-Grün Adventure gespielt. Ich bin gespannt, ob sich hier das Deck geändert hat. Wir spielen dieses Mal auf jeden Fall ein anderes. Er war tatsächlich im letzten Turnier unser einziger Loss. Hat, glaube ich, immer noch dieselben Deckhüllen. Das ist eine gute Hand. Wir haben eine gute Möglichkeit, eine Kreatur loszuwerden. Wir haben bereits einen Teil der Kessel-Kombo und Removal hier. Das werden wir halten. Unser Gegner fängt an, was natürlich grundsätzlich schade ist. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das sieht mir nicht mehr nach grün-schwarz aus. Denn wenn wir hier vernünftig spielen, sind wir fast sicher in den Top 8. Es spielen aktuell nur noch 24 Spieler in diesem Turnier mit, also quasi alle die, die auch eine Chance haben. Ich vermute hier ein Fire of Invention Deck. Auch wenn er damit hier auf jeden Fall schon irgendwie Farbprobleme hat. Der Hexenofen ist hier sehr schön. Da wir bisher auch nur blau sehen, könnte es theoretisch auch noch Simic Flash oder so etwas sein, obwohl Schimmer der Möglichkeiten eher auf ein Invention, Fire of Invention Deck hindeutet. Da probieren wir einfach so schnell wie möglich Schaden zu machen. Und das ist in unserem Fall mit Chaos Teufel und Hexenofen hier. Jeskai oder Grixis? Das ist hier die Frage. Ich habe bisher Schimmer der Möglichkeiten hauptsächlich in den Grixis-Listen gesehen. Es gibt allerdings keinen Grund, warum man die nicht auch in Jeskai spielen sollte. So. Wir legen einfach mal den Chaos-Teufel. Keine Response vom Gegner und auch anscheinend nicht die Möglichkeit, etwas zu aktivieren, so schnell wie das ging. Also ist die Frage, sehen wir jetzt schon Fire of Invention. Vielleicht in Kombination mit einem Mass Removal. Das sieht nicht so aus. Nee, der Gegner sucht noch weiter die richtigen Karten. Es ist Jeskai. Lavaschlinge. Wir opfern unsere 3-3 an der Stelle, um noch einen Schadenspunkt zu machen und einen Food Token zu bekommen. An Chaos-Teufeln mangelt es uns nicht. Also legen wir die schön weiter aus und lassen unseren Gegner darauf reagieren. Fire of Invention kommt dort. Feuer der Innovation. Welcher Spell dazu? Reiter der Stürme. Können wir mit Angriffs Raserei loswerden und dann für viel angreifen? Der Gegner muss hier auf jeden Fall schon mal ordentlich überlegen. Können wir weiter die Wellen hören? Ist mir noch nie aufgefallen, wie nervig dieses Wellengeräusch werden kann. Oh, vorbei.
So, wir werden die Vertraute des Kessels einmal opfern. Allerdings erst in unserem Zug wieder zurückholen, weil wir damit mehr Schaden durch den zweiten Chaosteufel machen. So. Ah, ja. Ja, man hätte jetzt auch Angriffsraserei spielen können. Ich weiß nicht, worauf der Gegner hier wartet. So, wir können Vertraute des Kessels spielen. Einen Schadenspunkt machen. Ja, wir können ja auch genug Schadenspunkt machen, um den Reiter der Stürme zu töten. Die Frage ist, lohnt sich das oder gehen wir lieber direkt Face? Ich würde sagen, wir gehen komplett Face. Weil wir haben ja auch noch den Knochenbalmer Riesen. Bevor wir hier 5 Schaden auf den Reiter der Stürme verwenden, nur um für 3 anzugreifen. Keine Angriffe. In der nächsten Runde haben wir hier noch 2 Schaden, hier noch Schadenspunkte. Können den theoretisch für 2 Mann opfern. Im Endstep können wir hier noch Schaden machen. Zwar noch einmal 4. 5 mit der Vertrauten des Kessels. Ja. Also der Gegner müsste uns jetzt in diesem Zug besiegen. Der Gegner scheint zu überlegen, ob er den sagenumwogenen Durchgang verwendet. Würde ich nicht machen. Das sind 2 Schaden in sein Gesicht, wenn er das tut. Selbst wenn jetzt ein Mass Removal käme, da ist er, verwenden wir in Response Vertraute des Kessels. Ich muss einmal ganz kurz lesen, weil der Kreatur, glaube ich, live liegt, ne? Ja. Okay, wir werden 2 Schaden auf den Reiter der Stürme machen. Wir haben noch den einen Extra-Token. So, der Gegner ist auf 5. Wir können im Endstep eine weitere Vertraute des Kessels auf Feld holen. Haben hier noch 2 Schadenspunkte, also er geht runter auf 4. Angriff, also aktuell würde er sterben. Durch Knochenmalmer Riese und die weitere Vertraute und den Angriff. Okay, so bleibt er noch am Leben. Auch nur, weil wir nicht angreifen können. Wir opfern eine Speise. Bleibt er am Leben? Ne, bleibt gar nicht am Leben. Wir finishen den Gegner hier. Runter auf 1 und Aktivierung Hexenofen und Vertraute. Runter auf 0. Gegner kann nicht reagieren. Und da kommt der Conceit. So, wir wissen, wogegen wir spielen. Die gefährlichste Karte im gegnerischen Deck für uns ist der Mass Removal, der allen Kreaturen 3 Schadenspunkte zufügt. 3 Schadenspunkte zufügt. Wir werden im Bestfall 4 Zwang, 4x Schreckenshorde schlechter spielen. Reiter der Nacht ist zu langsam. Raub des Erstgeborenen macht hier nicht genug Schaden. Achso, für alle, die die Deckliste nicht kennen. Ich hoffe, ich habe sie euch am Anfang des Videos verlinkt, ansonsten mache ich es spätestens hier. Ich habe ein kleines Deck-Tag dazu gemacht, deswegen werde ich nicht mehr allzu sehr auf das Deck eingehen. Weil es mir jetzt hier mehr ums Spielen geht. Jetzt ist die Frage, mörderische Reiterin, behalten, nicht behalten. 3 Karten müssen noch gecuttet werden. Angriffsraserei. Ist eigentlich Quatsch. Kann mal eine Blocker loswerden. Aber das ist ja gerade gar nicht mehr unser Plan. Unser Plan ist Zwang und Agro.
Dann wollen wir lieber mit Priesterin der vergessenen Götter die paar Kreaturen kontrollieren, die der Gegner rausbringt. Dann nehmen wir noch eine mörderische Reiterin raus, haben wir noch einen drin. Artefakte haben wir nicht, die wir vernichten müssen. Ja, bleiben wir bei der Liste. Unser Ziel ist es, aggressiv aufs Maul zu geben, bevor der Gegner zu viele Reiter casten kann. Ja, Zwang ist schon mal toll, Gotz und Knochen ist auch okay, Schlechter auch. Es ist eine Risikohand. Der One-Lander. Aber was sind die Plays hier? Also wenn wir ein Land ziehen, wir haben zwei Draws für ein weiteres Land. Und dann hätten wir das Play Gossenknochen into Schreckenshort Schlächter und haben die Option auf Zwang und Priesterin. Das ist eigentlich gut. Also selbst mit einem weiteren Land stehen wir hier gut da. Wir werden den gegnerischen Removal Spell los und haben unsere Aggro-Kreaturen, um zu gewinnen. Ich probier's und werde es gleich bereuen. So, wir legen die 2-1. Gegner fetcht. Ich wünschte, er würde einen Schadenspunkt bekommen dafür. So, the worst case play ist wahrscheinlich der Zwang. Oder die Vertraute. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir tatsächlich eine Entscheidung. Vertraute des Kessels plus Zwang oder Schreckenshordenschlächter. Da der Gegner on the play ist, hat er hier die Chance, schon den Mass Removal zu haben. Aber die Frage ist, wird er das für zwei Kreaturen schon verwenden? Weil wir sonst einfach nachlegen. Und wenn das in der Runde nicht macht, werden wir den mit Zwang los. Was kommt hier? Etabö? Was kommt hier? Gegner. Einfach. Der Riese? Ja, wahrscheinlich der Riese, oder? Ja, der Riese. Okay, ein Schaden ins Gesicht. Zwei hinterher. Gegner auf 15 runter. Eine rote Quelle, so als nächstes wäre cool. Priesterin und Chandra. Ist insgesamt eine gute Kombo, um die paar Kreaturen zu kontrollieren, die da rauskommen beim Gegner. Noch kein Land Drop. Okay, Tempel der Eingebung. Gegner ist ausgetappt. In der Runde wäre es Zeit für den Zwang. Zwang plus Priesterin. Also erstmal Zwang, um zu gucken, ob das etwas an unseren Plänen ändert. So, da haben wir schmetterndes Signalhorn. Ja, und halt irgendwie nichts, was mal groß mit. Was sich lohnt, mit Feuer der Innovation zu casten. Also werden wir doch den Mass Removal los. Und probieren den Gegner hier einfach ein bisschen anzugreifen. Kann eine unserer Kreaturen exilen. Hat eine Antwort auf den Ofen. Rechne mit Feuer der Innovation plus Riese. Ja, oder nicht? Ist sich vielleicht noch nicht sicher, ob es sich lohnt, hier etwas zu exilen. Ich will echt den Gossenknochen loswerden. Okay. So, eine rote Quelle oder eine Dreadhorde Butcher wäre jetzt gut. Schade, das bringt uns tatsächlich nichts. Dann greifen wir an. Und ja, unsere Lebenspunkte sind fast egal. Die Frage ist, ob wir einfach eine Karte ziehen, anstatt die Vertraute des Kessels hier zu legen. Ja, wir ziehen hier einfach mal eine Karte. Im gegnerischen Endstep.
Das Ziel wäre es halt, zwei Kreaturen zu haben, um den Knochenmalmer-Riesen zu handeln. Durch Priesterin der vergessenen Götter. Das schaffen wir, indem wir entweder eine rote Quelle ziehen oder eine weitere Kreatur. Und zwei Karten diese Runde zu ziehen, erhöhen unsere Chancen. So, der Gegner kommt jetzt dazu, seinen Vorteil durch Feuer der Innovation zu nutzen. Er kann hier scryen. Wir sind also quasi auf einer Art Clock. Zwei nach oben ist kein gutes Zeichen für uns. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er hier die großen Kreaturen für sich sucht. Lavaschlinge. Okay. Wir ziehen mal eine Karte. Warum ziehen wir nur schwarze Quellen? So, wir bereiten uns auf den nächsten Zug vor und hoffen, dass der Gegner nur Unsinn nach oben gelegt hat, was unwahrscheinlich ist. Gegner wirft die Entzauberung ab. Achso, ja gut, er wusste, was oben ist. Ja, er wusste, was oben ist. So, wir Schandblocken hier, gehen runter auf 1, wenn ich das richtig sehe. Und verlieren dieses Spiel. Noch ein Sumpf. Okay, Conceit. So, jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass wir anfangen dürfen, was sehr, sehr relevant ist in diesem Matchup für uns. Wir haben bereits alle Tempokarten drin, die wir reintun können. Und damit gehen wir ins Spiel. Der Gegner scheint auch keine Sideboard-Changes gemacht zu haben. Wir wollen zuerst spielen. Und das halten wir nicht. Das sieht besser aus. Warum ziehe ich eigentlich immer beide Chandras? Es sind nur zwei in dem Deck. Wir behalten sechs Karten, eine Chandra weg. Und wir starten so aggressiv, wie wir es machen können. Oh, Gegner darf erstmal scryen. An zu Beginn des ersten Versorgungssegments. Okay. Vertraute des Kessels. Ja, wir spielen Vertraute des Kessels. Runde 2 Tapped Land. Runde 3 Chandra. Das ist der Plan. Der gerade das erste verneint. Oder wurde uns nicht angezeigt, ob er die nach oben oder unten legt. Ein nach oben, zwei nach unten. Eigentlich gerade zwei. Na, egal. Gegner startet tapped. Wir legen. Nein! Oh, das war ein Fehler. Wir hätten den sagenumwobenen Durchgang legen müssen. Scheiße. Z für rückgängig? Nein. Mist, 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 Mist. Das war ein richtig dummer Fehler. Denn um Turn 3 Chandra zu ziehen, müssten wir jetzt einen Mountain ziehen. Oder eine Blood Crypt. Etwas, was wir im Bestfall nie, eigentlich nicht vorhatten, noch ein Land zu ziehen. Turn 3 Chandra wäre hier echt gut gewesen. Turn 4. Und vor allem so unnötig. Vollkommen unnötig an der Stelle. Oh, das ärgert mich. Wie ich verliere deswegen. So, jetzt hätten wir es eigentlich auch nächste Runde ausspielen können, aber ich will es jetzt ausspielen, einfach um unsere Wahrscheinlichkeiten auf ein Land zu reduzieren.
weil ich anscheinend gerade drauf habe, schwarze Länder zu ziehen. Ja, das ist in Ordnung. Gegner geht runter auf 16. Im gegnerischen Endstep holen wir uns einen Mountain. So, an der Stelle hätten wir halt schon für zwei mehr angreifen müssen. Virtuell ist unser Gegner auf 14. Lavaschlinge. Gegner tappt sich aus. Dann holen wir uns jetzt schon einmal den Mountain. Hat unsere beiden Katzen erst einmal gehandelt. Eine tatsächlich und die andere ist noch da. Ja, die Karte wäre auch besser letzte Runde gewesen. Aber gut, wir greifen nochmal für zwei an. Und gucken mal, wie es dann weitergeht. Feuer und wird die 4-4 legen. Ne, wird unseren Planeswalker entfernen. Oh, ich glaube, der 4-4 wäre gut dran gewesen. Denn wir ziehen ihn da. Oh, das beginnt nicht, wie ich es gern gehabt hätte. Ich gleich mal ins Leaderboard gucken. Aber das ist ja auch nur Spiel 1 von 5. Der Gegner hat es alles. Da ist die Sphinx. Was können wir hier ziehen? Chaos-Teufel. Definitiv eine unserer besseren Karten. Gegner Scry 2. Zwei nach unten. Oh, das hier ist kein Deck, darf richtig schön scryen. Noch ein nach unten. Da scheinen auch die schnellen Finisher zu fehlen. Die Flammenreiter. Noch ein Scry. Also nochmal Scry 2. Jetzt ist was nach oben gelegt worden. Okay. Das ist natürlich nicht so schön. Da ist der Reiter der Flammen. Wir ziehen noch eine Karte. Aber damit können wir conceden. Schade. Runde 1 lief nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber 4 weitere Runden haben wir noch. Das Ziel ist mindestens 3-2 zu gehen, um noch ziemlich gut dabei zu sein. Good game.